zweite Schule, Mariscal Brown in La Paz, ist eine Begegnungsschule. Sie wird sowohl von der bolivianischen als auch von der deutschen Regierung anerkannt. Außerdem wurde sie bereits zweimal als exzellente deutsche Auslandsschule zertifiziert. El Colegio Alemán Mariscal Brown de La Paz es un colegio de encuentro, reconocido por el gobierno de Alemania y Bolivia. También ha sido certificado dos veces como colegio extranjero de excelencia. Neben den deutschen Schulabschlüssen bis hin zum Abitur kann man bei uns auch das bolivianische Bachillerato erwerben. Die meisten unserer Schülerinnen und Schüler gehen später zum Studieren nach Deutschland. Bei uns treffen zwei verschiedene Kulturen aufeinander. Deshalb heißt unser Motto Begegnung Leben. Además de los certificados escolares alemanes, incluyendo el bachillerato alemán, también se obtiene el bachillerato boliviano. Al concluir la escolaridad, muchos de nuestros estudiantes se van a estudiar a Alemania. En nuestro colegio vivimos un encuentro de culturas, por lo tanto, nuestro lema es Viviendo el Encuentro. Unsere Schülerinnen und Schüler kommen morgens mit dem Schulbus oder werden von ihren Eltern gebracht. Täglich sind es über 1000, die sich dann auf Kindergarten, Grundschule, Sekundarstufe und Berufsschule verteilen. Nuestros estudiantes vienen al colegio ya sea con el servicio de transporte o traídos por sus padres. A diario son más de 1000 estudiantes que se dividen en el kindergarten, la primaria, la secundaria y formación dual. In unserem Kindergarten lernen die Kinder die deutsche Sprache mit Hilfe der Immersionsmethode. Komm, bitte komm, aus der Hase komm. Durch verbale und nonverbale Sprachvermittlung schaffen wir für sie einen natürlichen und spielerischen Sprachzugang. Für unsere Immersionsarbeit ist es jedoch wichtig, dass die Kinder mit ihren Eltern zu Hause in ihrer Muttersprache sprechen. In unserem Kindergarten transmitimos el idioma alemán con la ayuda del método de inmersión. A través de la enseñanza del lenguaje verbal y no verbal, se establece un vínculo afectivo y natural con el idioma. Para nuestro trabajo de inmersión, es importante que los padres hablen con sus hijos en su lengua materna. Todas las actividades son en alemán. Lo escucho con mi mamá y a veces con mi papá. Lo traigo el CD para escucharlo en el auto de mi papá. Kevin, 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 Kevin. Kevin, que furico pata y blues, furico pata y blues. Die 3,5- bis 4,5-Jährigen beginnen bei uns mit den Präkindern. Im darauffolgenden Jahr kommen alle zusammen in den gleichen Gruppen in den Kinder. Dabei werden unsere Kleinen in 5 feste, gleichaltrige Gruppen eingeteilt, die zwischen 18 und 20 Kindern sind. Los niños entre 3 años y medio y 4 años y medio de edad comienzan en nuestro colegio en pre-kinder. Al siguiente año pasan con el mismo grupo al kindergarten. Nuestros alumnos están divididos en 5 paralelos de 18 a 20 niños cada uno. Wir zählen mal gemeinsam die blauen Kreise. Die Grundschule ist wie im Kindergarten in der ersten und in der zweiten Jahrgangsstufe 5-zügig. Ab der dritten Klasse geht es 4-zügig bis zum Ende der Primaria. Die Immersionsklassen haben maximal 25 Schülerinnen und Schüler und bekommen deutschsprachigen Unterricht. Dieser wird zumeist von dem Klassenlehrer oder der Klassenlehrerin erteilt. Und zwar nach modernsten Konzepten, binnendifferenziert und in offenen Formen. Die Schülerinnen und Schüler lernen handlungsorientiert. En los dos primeros cursos de la primaria hay, como en el kindergarten, 5 paralelos. A partir de P3 hasta el final de la primaria hay 4 paralelos con un máximo de 25 alumnos. En los cursos, con el método de la inmersión, el aprendizaje es impartido en alemán por el jefe de curso. El aprendizaje sigue los conceptos más modernos de la educación, utilizando el aprendizaje diferenciado en aula. Los alumnos aprenden de forma activa y autónoma. What is your favorite day? Der Englischunterricht beginnt für alle in der 5. Jahrgangsstufe. El idioma inglés se imparte a partir de 5º de primaria. Mit dem 7. Schuljahr wechselt man in die Sekundarstufe, Sekundarstufe 1 bis Sekundarstufe 6. La secundaria comienza con el 7. Grado y va desde primero hasta 6. de secundaria. Alle Schüler und Schülerinnen legen ab Klasse 9 die Prüfungen zum deutschen Sprachdiplom der Kultusministerkonferenz ab. DSD 1 und DSD 2.
A partir de tercero de secundaria, se pueden obtener los certificados del idioma alemán en los niveles A2 B1 y B2 C1, otorgados por el Ministerio de Educación y Cultura de Alemania. Für den naturwissenschaftlichen Unterricht haben wir modern ausgestattete Fachräume. Disponemos de modernas y funcionales aulas para la enseñanza científica. Regelmäßig nimmt unsere Schule an zahlreichen Wettbewerben teil. Lokal an verschiedenen Sport-, Theater-, Musik- oder auch Kunstwettbewerben. Aber auch international, beispielsweise an den Humboldt-Spielen und auch an dem Modell United Nations. Nuestro colegio participa regularmente en diferentes competencias deportivas locales e internacionales, como los Juegos Humboldt, modelos de Naciones Unidas nacionales e internacionales, así como diferentes eventos musicales y teatrales. Unsere Schule ist eine bilinguale Begegnungsschule und deshalb ist es uns ein oberes Ziel, dass wir ein konstruktives Miteinander aller Beteiligten hier bei uns in der Schule haben. Der bolivianische Alltag ist für uns genauso wichtig wie die deutsche Kultur. Wichtig ist uns aber, ich betone es noch einmal, dass die Kinder auch nicht auf einer kleinen Insel hier in Bolivien leben, sondern dass sie mit dem bolivianischen Alltag viel zu tun haben. Uns ist die akademische Ausbildung der Kinder extrem wichtig, aber natürlich geht es auch um eine Erziehung zu Verantwortung, Solidarität und Umweltbewusstsein. Dinge, die hier in Bolivien, glaube ich, noch förderungswürdig sind, wo wir uns freuen, dass wir hier sein und arbeiten können. Die Kinder werden sehr sorgfältig bei uns betreut und angeleitet. Es gibt vielerlei Gespräche zwischen Eltern und Lehrerinnen und Lehrern, vorher zwischen Eltern und Erziehern oder auch mit der Schulpsychologie, um einfach die Kinder gemeinsam anzuleiten, gemeinsam zu erziehen, vor dem Hintergrund der uns für uns vereinbarten Werte hier an der Schule. Eine enge Kooperation mit den Eltern ist uns auch auf anderer Ebene sehr wichtig, nicht nur im Bereich der Erziehung, da natürlich zu fördern, sondern im ganzen schulischen Leben. Und die Eltern beteiligen sich sehr bei uns an allen Aktivitäten. Das freut uns sehr. Como colegio bilingüe de encuentro, tiene gran importancia que nuestros niños estén siempre en contacto con la realidad boliviana. Aquí crecen, aquí viven y en el colegio alemán se educan. Junto a la formación académica, pretendemos despertar la conciencia para la responsabilidad, solidaridad y cuidado ambiental. Por otra parte, el continuo apoyo de los padres de familia, la confianza que nos pongan y que nosotros ponemos en ellos, hace que nuestro trabajo entre educadores, profesores y padres de familia tenga un resultado muy importante para el colegio. Wir haben ein vielfältiges Nachmittagsangebot. AGs in den Bereichen Technik, Theater und Sport oder auch unsere berühmte Big Band. Tenemos una gran variedad de actividades y seminarios por la tarde, como la Big Band, Danza, Teatro y Deportes. In Zusammenarbeit mit der deutsch-bolivianischen Industrie und Handelskammer und zahlreichen Unternehmen bilden wir in unserer deutschen Berufsschule junge Leute in 2 Jahren zu dreisprachigen Industriekaufleuten und Kaufleuten im großen Außenhandel aus. Gleichzeitig können unsere Azubis die Fachhochschulreife erwerben und dann in Deutschland studieren. En nuestro Instituto de Formación Profesional Dual, en colaboración con la Cámara de Comercio e Industria Boliviano-Alemana, formamos durante 2 años a gente joven mediante pasantías en áreas de administración y organización industrial y en comercio exterior. Was mir persönlich am besten an der deutschen Schule gefällt, ist die gute Beziehung zu den Lehrern. Wenn man ein Problem in einem Fach hat, kann man einfach den entsprechenden Fachlehrer fragen. Außerdem wird viel Wert auf Tradition gelegt. Lo que más me gusta del colegio es la instalación. Con esto me refiero a los jardines o los cursos que están separados y uno se puede mover mucho en los recreos. Was mir am meisten an der Schule gefällt, ist der Sinn für Zusammengehörigkeit. Das heißt, die Beziehung zwischen jedem Schüler. Lo que más me gusta del colegio es que no solo es algo organizado, sino que te enseña a ser organizado en tu vida y para tu futuro.